Es ist eine sehr extreme Liebesgeschichte mit sehr politischem Hintergrund. Also ein Paar, was sich Anfang der 60er Jahre, lange bevor die RAF sich gründet und bevor die Studentenunruhen losgehen, sich in Tübingen trifft, verliebt, beide verschattet durch die deutsche Geschichte, und sie befreien sich von diesen Schatten, wollen alles ganz anders machen, wollen entkommen aus allen Beschränkungen und sauerstoffarmen Denkzonen und verstricken sich dabei immer tiefer, einmal in ihre Liebe und zum anderen auch die Frage, was ist der richtige politische Weg? Also Bernward, der den Weg über die Kunst sucht, über das Schreiben, über das exzessive Schreiben, und Gudrun Ensslin dann eben irgendwann den Weg in den Untergrund wählt. Damit wir uns gleich recht verstehen, wenn Sie hier in wilder Ehe leben und ich lasse das zu, mache ich mich strafbar. Das wird es bei uns nicht geben. Ganz bestimmt nicht. Das sind Schriftsteller wie ich. Hast du jemanden kennengelernt? Sie waren als Austauschschülerin in den USA. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesem Land? We have to burn it down! Wie so oft gibt es so einen Schlüsselmoment. Ich habe ein Buch gelesen, war vorher auch skeptisch und dachte, das ist so ein ausgetretener Pfad, was soll ich jetzt noch zu Gudrun Ensslin und Bernward Vesper Neues dazu entdecken. Las dieses Buch und klappe es zu und wusste, dass ich darüber einen Film machen will. Da waren so neue Briefe, Materialien, Archivdokumente, wo ich dachte, so ist eigentlich die Geschichte noch nie erzählt worden. Es gibt immer so die klassischen Anfänge, man hat die Studentenunruhen und dann radikalisieren sich die einen und die anderen gehen dann in den Untergrund. Und jetzt zu sagen, ich fange viel früher an, Anfang der 60er Jahre, Deutschland schläft, wenn man so will, ist noch mit sich selbst und einem Wirtschaftswunder und einem sehr prüden, lustfeindlichen Lebensklima beschäftigt. Und da diese feinen Haarrisse zu entdecken, von Aufbruch, von es anders versuchen, das fand ich sehr aktuell auf eine Art auch. Also das sind Fragen, die mich heute genauso umtreiben, wo es vielleicht auf eine Art auch komplizierter ist als damals, weil die Fronten eben viel klarer waren. Es war irgendwo klar, wogegen man ist. Und heute ist es eben komplizierter, aber deshalb sind die Fragen ja nicht weniger aktuell. Reden ohne Handeln geht nicht. Warum jetzt? Weil wir was gecheckt haben. Es gibt täglich neue Demonstrationsverbote, willkürliche Verhaftungen, zahlreiche Schwerverletzte und ein Toter. Die haben in die Menge geschossen. Die schießen auf hilflose Leute. Sag mal, warum musst du eigentlich deine scheiß moralische Überlegenheit immer so vor dir hertragen? Ich komm gerade aus dem Knast, verstehst du? Da labert man nicht vom Widerstand. Du gibst das auf die Fresse. Du fickst lieber die anderen. Das ist genau der Punkt, wo es politisch wird. Sag mal, hast du keinen anderen zum Ficken gefunden? Gut, und ich brauch dich. Ich schaff das nicht alleine. Auf der einen Seite war natürlich damals vieles ganz anders als heute. Es gab damals eben eine klare Front, also es gab den amerikanischen Imperialismus, es gab den Vietnamkrieg, wo man den Ding festmachen konnte, es gab, sagen wir, klar die Trennung, hier die Schweine und da die Revolutionäre, was bestimmt die Vorteile hatte, auch eben mit einer großen Energie auf einen Punkt dann zuzuarbeiten oder zu kämpfen. Und heute ist es eben sehr viel anonymer oder abstrakter. Also wo ist eigentlich der Gegner? Ja, das, da, wo er vermeintlich sitzt, hat man plötzlich wieder jemanden, der absolut solidarisch ist und das System von innen, was sich im Moment dabei ist, selbst abzuschaffen, dann von innen heraus auch wiederum kritisiert. Das heißt, die Frage, wohin mit dem Unbehagen, die stellt sich viel krasser, weil dahinter kommt die Frage, was muss passieren, damit etwas passiert. Also eigentlich objektiv gesehen gibt es heute sehr viel mehr Gründe zu protestieren. Also zumindest was bestimmte politische Zustände angeht, die Frage von Zugänglichkeit, von Bildung, von Teilungsgerechtigkeit, die Schere, die eben sehr viel weiter auseinandergeht als noch vor 40 Jahren. Trotzdem passiert sehr viel weniger. Und für mich die ganz spannende Frage, und das wird indirekt in diese Frage wird indirekt im Film gestellt. Man sieht es ja in Ländern wie Ägypten oder jetzt gerade vor zwei Wochen in London. Plötzlich knallt es. Ja, plötzlich kommt der Punkt, wo Leute sagen, jetzt reicht es. Es kippt dann vielleicht wie in London ins Kriminelle, ins Vandalenhafte. Es kippt wie in Ägypten
dann in eine sehr konstruktive Richtung, wo noch sehr viel Arbeit zu machen ist, aber in eine wirklich tiefgreifende Demokratisierung. Und da ist es unberechenbar und gerade diese Unberechenbarkeit interessiert mich, filmisch nachzugehen, wie war das eigentlich vor 40 Jahren in Deutschland. Rufen Sie in Ihrer Broschüre zum gewaltsamen Sturz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung auf. Das werde ich so nicht sehen. Lieben Sie meine Tochter? Unsere Liebe hat ihre eigenen Gesetze. Bekommen Kind. Das muss man unbedingt neu herausbringen. Sprich es mir. Das nationale Deutschland aber sollte seine Aufgabe darin sehen, Vesper zu unterstützen. Und ihr? Der alte Vesper, der wusste es nicht besser. Aber du hast ja alles durchschaut und trotzdem mitgemacht. Du hast überhaupt alles in deinem Leben nur halb gemacht. Du kannst es doch besser machen. Das Klischee, was sich ja so durchreiht, immer ist, die RAF-Leute, die hatten alle Nazi-Eltern. Und bei Gudrun Enzeln und bei Andreas Bades ist es in beiden Fällen so, dass die Väter mit einem Fuß im Widerstand waren. Das heißt, es lädt sich ganz anders auf, eben nicht der Kampf gegen die Eltern, sondern umgekehrt, die Eltern delegieren etwas, was sie selbst nicht wirklich gelebt haben, eben nur den halben Schritt gemacht haben und die Kinder sollen, und da fängt die Tragik an, in einer Zeit, in der es objektiv nicht nötig gewesen wäre. Deutschland war nicht auf dem Weg in einen neuen Faschismus. Ich meine, es hätte so kommen können, aber es war nicht so. Und in dieser Zeit sollen sie jetzt Widerstand leisten und tun es auch, aber die Geschichte hat es nicht verlangt, rückwirkend, erst recht nicht. Und in diesen Art von Aufträgen, Gudrun sagt ja mal zu Bernhard, du hast einen anderen Auftrag, ja, und sie hat den Auftrag zu kämpfen. Ja. Und insofern fand ich das nochmal schön, weil das dadurch vieles, was wir immer glauben, so verläuft, Geschichte nochmal hinterfragt und dann ganz neue Blickwinkel erlaubt. Wir müssen unser Potenzial woanders suchen, bei denen, die diese Gesellschaft krank gemacht hat. Und aus ihrer Krankheit müssen wir eine Waffe machen. Ich glaube, es ist was sehr Deutsches, dass man sich danach sehnt, wünscht, nach der reinen politischen Biografie, die nicht kränkelt an merkwürdigen Beziehungen, an schwierigen Elternkontakten, sondern die aus sich heraus sich selbst schafft, erfindet und dann zu ungeahnten Höhenflügen ansetzt. Und für mich war wichtig, wenn man so will, eine Begegnung mit einer Gudrun Enzlin, mit einem Bernhard Vesper, auch mit einem Andreas Bade auf Augenhöhe. Das heißt, dass sie sehr menschlich sind, dass sie Abgründe haben, dass sie mies sind, dass sie Dinge tun, die man nicht versteht, dass eine Gudrun Enzlin sich von einem Andreas Bade ohrfeigen lässt. Und das passt letztendlich in eine Sehnsucht nicht hinein nach Menschen, die ja nicht mehr menschlich sind, sondern eigentlich übermenschlich, die immer stark sind, die nicht in diese Niederung von Beziehungswirrwarr sich verheddern und da auch abstürzen, die sich dann lange damit beschäftigen, ob sie ein Kind dann doch behalten oder verlassen. All das passt in dieses Bild nicht hinein und das ist mir klar gewesen, dass das natürlich dann an solchen Punkten auch Kritik hervorruft, aber ich finde es auch auf eine Art wieder gut, also dass der Film in Deutschland so stark provoziert, weil wenn er das nicht tun würde, dann würde ich mich auch fragen, ja, sag mal, dann ist das Thema, dann wäre es wirklich durch. Und solange sich Leute noch aufregen, ist es ein Zeichen, dass es noch was bedeutet.